Grüße. Okay, und wie versprochen, jo, gehen wir heute zusammen mit etwas Leichterem, um vielleicht den Zugang zu einigen anderen Sachen zu erleichtern. Ich weiß, schlechte Überleitung, ich weiß. Darum bringe ich jetzt an ein 2002 Produkt, also was zu uns 2006 kam. Haibane Renmai. Jo. Es dürfte etwas schwer sein, die Box hier zu bekommen. Es gibt sie noch, aber ich glaube kaum, dass jemand noch 146 Euro frei hat. Das ist nicht der gängige Preis, den ich jetzt auf Amazon gefunden habe, sonst bekommt man es gar nicht mehr. Außer vielleicht man hat irgendjemanden, der was sowas wirklich auf Lager hat, weil ich glaube, die Dinger sind wirklich schwerst zu kriegen. Außer man hat das gehört. Produziert wurde es eben 2002 nach einer kurzen Artbuch-Präsentation im Jahr 2000 von ich glaube, der Name wird nicht sehr vielen sagen, weil ich selber kann ihn nur sehr schwer aussprechen. Yoshio Shiabe. Yoshio Shiabe. Wenn ich es richtig ausspreche, sondern so wie es hier geschrieben ist. Er dürfte den meisten eher bekannt sein durch so Sachen wie zum Beispiel, was jetzt? Welche Listen? Eine 1998 Produktion von Serious Experiment Lane. Wow, das wird, glaube ich, den wenigsten der neuen Generation etwas sagen. Aber, und noch weniger, die 2000er Version von Nia Under 7 kam alles bei uns übrigens raus. Ich glaube, alles, was er gemacht hat, ist sogar eben Haibane Renmai. Und Technolize ist auch von ihm. Ja, habe ich auch richtig getan. Entsprechend auch Artbooks dazu gehört, die Dojinshis zu Haibane Renmai gab's insgesamt 2001. Kam's August und Dezember 2001. Haibane of Old Home. Die mit den aschegrauen Flügeln. Ich weiß, es ist sehr füllend. Ich werde sowohl die Wikipedia-Seite als auch ein paar andere Sachen, inklusive ein paar Trailer dazu hier, reinbringen. Das. Ich hoffe nicht, dass wir einigermaßen adäquaten Zustand haben. Nee. Warum bringe ich das hier an in Bezug, als ich gesagt habe, das hier ist Ghibli Light. Es funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ich habe ja schon in einem vorherigen Video erwähnt, dass wenn man Ghibli, besonders Hayao Miyazaki Versionen von Ghibli, also die Sachen, die sie eigentlich aufgebracht haben, die Firma, und sieht, bekommt man nicht eine komplette Story. Man bekommt einen Schnappschuss des Ganzen, okay? Und genauso ist es eben auch hier. Wie beschreibe ich es am besten? Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu beschreiben, aber es gibt so wenig gute, die man generell ausbildet. Okay. Ghibli ist, das wird die meisten wahrscheinlich ja, vielleicht nicht ganz, aber die meisten. Kennt ihr einen Ghibli, der nicht eine Romanze ist? Bisher ist, das ist mir auch erst im Laufe der Zeit klar geworden, die Grundstruktur jeder Ghibli-Story ist eine romantische Beziehung. Nichts Schlechtes dagegen zu sagen. Also, aber die meisten sind auch nicht wirklich in your face, aber die meisten, aber es sind immer die Grundstruktur, das Fundament der ganzen Story ist eine Liebesgeschichte. Und das in jedem Ghibli. Ich habe auch gesagt, wegen der ganzen Story, warum die meisten sagen, dass Lupin the Third Ghibli-Version eine sehr befremdliche ist, weil es eben mehr in die Richtung geht einer romantischen Story als Staub. Etwas staubig. Kann ich mir mal wieder abwaschen. Okay, aber das ist nur nebenbei. Was meine ich jetzt mit Schnappschuss? Du betrittst eine Welt in jedem Ghibli-Film. Genauso wie bei Haibane Renmai. Ohne zu wissen, wie sie funktioniert, was
der eigentliche Knackpunkt der ganzen Story ist, wo sie eigentlich klar ist. Und du bekommst auch nicht alle Infos. Du folgst großteils einem Hauptprotagonisten, wie in diesem Fall einem jungen Mädchen namens Raka, was übersetzt so viel wie Fallen heißt wahrscheinlich, weil in dieser Story, ich möchte nicht zu viel spoilern, auch wenn es klar ist, dass glaube ich kaum jemand, sofern er das nicht gekauft hat, schon 2006, ist doch schon etwas länger her. Ich mach's euch ganz einfach. Und das ist wirklich, Vorschulniveau, Kindergartenniveau, Baumschulniveau und was darunter liegt. Wenn ihr Halbanerin mal nicht versteht, denkt ganz einfach daran, es ist die wirklich, wirklich monumentalere Version, eine richtig Citizen Kane Version, also wirklich monumental mit sehr viel Bildsprache. Okay, viel Bildsprache. Kannst du dir auch vorstellen? Viel Bild, kaum Wort. Es gibt schon vorbei, aber eben mehr im Bild. Okay? Von Angel Beats. Okay? Angel Beats ist die wirklich low-intellektuelle Version von Halbanerin Mai. Was nichts gegen Angel Beats sagen soll, okay? Aber es ist dieselbe Idee. Was natürlich jetzt ein Problem aufwirft, das wird nicht gesagt in dieser Serie. Okay? Es geht hier nicht um irgendwelche so hinter dem Horizont jenseits Stories. Das wird hier nicht gesagt. Es geht um einen Ort, an den Individuen auftauchen, denen nach dem ersten Tag Flügel wachsen und die in ihrer Hierarchie einen leuchtenden Reifen als Kopfbedeckung bekommen. Als Zeichen ihrer Zugehörigkeit. Okay? Es wird nie, auch nur im geringsten, gesagt, dass das irgendwie eine Art Fegefeuer, so wie es eben, oder mehr oder weniger so eine Art Abstellgleis für Verstorbene ist, die erst auf ihren Weiterzug warten. Das wird hier nicht gesagt. Es wird dir gezeigt. Es wird dir erklärt. Nicht mit Worten, aber mit Bildern. Was in Worten rüberkommt, und das ist der Knackpunkt, sind nicht Informationen, sondern Konversationen. Interaktionen mit der Welt und anderen Individuen auf verschiedenen Ebenen, die dir erklären, in der Beobachtung, so mehr oder weniger, du spielst hier mehr oder weniger den Voyeur in einer indirekten Sache, so quasi jemand erzählt dir im Hintergrund, so wie ein Geschichtenerzähler, was du zu denken und zu sehen hast, oder du hast einen Hauptcharakter, der dir mehr oder weniger jedes einzelne Bröckchen an Information vorkaut und ins Gesicht wirkt, wie es in den meisten Stories heutzutage so üblich ist, weil denken ist ja irgendwie verboten in der letzten Zeit. Wollte nur mal eingebracht haben, weil es scheint die meisten etwas zu stören. Hier wird wirklich noch, und bei weitem, es ist wesentlich näher an der westlichen Folklore als an der östlichen. Okay? Was das Ganze eher verständlich macht. Verstehst du den Knackpunkt? Das gleiche passiert bei Ghibli. Okay? Die Stories nehmen auch nur ein Stück einer Geschichte. Da ist Material in dieser Richtung, Material in dieser Richtung. Das ist aber belanglos für die Story. Deswegen hatten auch so viele Leute Probleme mit zum Beispiel den Chroniken von Erzi. Obwohl, diese Schwierigkeiten müssten sie technischerweise ja auch mit den anderen Verfilmungen dieser ganzen Buchreihe haben. Haben sie aber nicht. Erstens, aber die meisten schauen diese Sachen gar nicht an wahrscheinlich. Und die ganzen anderen Filme angeschaut haben, kennen die Bücher meistens. Weil die Chronik ist ja keine durchgehende Story. Ist auch eine gute Erklärung eigentlich. Es ist keine durchgehende Storyline, sondern es ist eine riesengroße Blase aus kleinen Fragmenten, die dir die ganze Welt erklären, und in dieser Blase irgendwo ist diese Story, mit der du hantierst.
die du mehr oder weniger in den Büchern oder in den Filmen miterlebst. Sie ist nicht die gesamte Blase, die du vor dir hast. Du hast genug Info am Anfang und in verschiedenen Büchern bekommen. Dann hast du ein riesengroßes Kopfkino, mehr oder weniger. Du hast quasi das ganze Universum in dieser großen Blase, aber die Story beinhaltet nur diesen kleinen Teil. Deswegen haben auch einige wirklich so große Probleme mit Ponyo zum Beispiel. Man müsste halt eben nur die Originalstory der kleinen Meerjungfrau von Hans Christian Andersen kennen. Hätte man etwas weniger Probleme. Es ist bei weitem nicht unbedingt. Es löst nicht alle Probleme an der ganzen Sache, aber es ist doch ein recht hilfreiches. Vor allem das Ganze mit dem Schinken und dem ganzen Blut ablecken. Das hat, wenn man die Originalstory kennt, einiges an Hilfe. Okay? Möchte ich nur gesagt haben. Und hier ist der Knackpunkt. Wenn jemand diese Sachen sieht, vor allem wenn sie eben mehr in die Bildsprache gehen, und davon gab es Anfang 2000 sehr viele. Okay? Entweder schießt es dir schmerzhaft über die Schädeldecke, oder du ignorierst's. So mehr oder weniger. So wie die meisten heutzutage alles anschauen. Ich verstehe es nicht, deswegen ignoriere ich es oder ich hasse es. Weshalb einige, sagen wir so, weniger gute Filmqualitäten jetzt in den Kinos hochgelobt werden, wo man sich als noch denkendes Individuum denkt. Schrecklich. Aber nein, das hat er dahingestellt. Ist er nur demjenigen sein Verlust, der nicht denken will. Okay? Dein Hirn ist deines. Okay? Verurteile nicht andere, die sich das, die sich quasi noch daran ergötzen, dass sie ein Hirn haben. Hier wirst du belohnt, ein Hirn zu haben. Okay? Du erfährst so viel mehr aus deinem eigenen Verstand, als dass du alles erzählt bekommen könntest. Und das ist der Knackpunkt bei den Ghibli-Sachen. Okay? Beobachten, verarbeiten, freuen. Eigentlich ganz simpel. Ich weiß nicht genau, ob ich heute noch irgendwelche, ich glaube, ich werde das mit den Bildern fürs nächste Mal aufgehalten, weil ich habe noch da einige andere Sachen, die ich bearbeiten möchte. Vor allem, ich habe jetzt einen Haufen alte Magazine rausgegraben aus den 90ern, wo ich sagen muss, oh Mann! Generationsspanne extrem. Was ich als nächstes dann machen werde, weiß ich noch nicht, aber hey, auf jeden Fall, ich hoffe, falls es Fragen in der Richtung gibt, bitte Kommentare nach unten auf meine Facebook-Seite. Ich habe eine Fanpage übrigens, Leute, okay? Ihr müsst mich nicht alle privat anschreiben. Okay, dafür ist die Fanpage da, weil sonst dann habe ich bald kein. Ich bin seit wirklich mindestens 30 neue Leute hier in meiner Freundschaftsliste drin, die einfach nur denken, oh, ja. Nichts dagegen einzuwenden, nur es macht das Ganze etwas unnötig kompliziert, weil ich nicht so viele Leute verarbeiten kann in einem einzigen Profil. Deswegen habe ich die Fanpage. Es ist nichts Abwertendes, es ist nur einfach nur eine Trennung von den Sachen YouTube, privat. Okay. Wenn es nur um Fragen geht, Fanpage bitte. Ansonsten, oh Mann!